Einen wunderschönen wünsche ich. Ja, willkommen zurück zu Grim Fandango Remastered. Wir sind in Rubakawa wieder angekommen. Viel machen konnten wir bisher nicht. Nur ein paar Sachen angucken und tun und hast du nicht gesehen. Wir gucken mal, was Glottis vielleicht uns noch sagen könnte. Keine Panik. Ja! Sieht aus, als hätte Domino seine Visitenkarte hinterlassen. Aber wie? Ich habe gesehen, wie es ihn zerrissen hat. Er muss es getan haben, als er das letzte Mal in der Stadt war. Genau. Er hat ja gesagt, wenn ich mich zurückerinnere, dass er das letzte Mal das Auto gesehen hat in Rubakawa. Also wird er dann dementsprechend etwas getan haben. Ja. Dem armen Kerl wird vor Aufregung bestimmt noch ganz schlecht. Was für ein heißer Feger. Na, 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 Manny. Das ist aber der Wein, den Glottis doch getrunken hat. Mal gucken. Ah, das scheint zu funktionieren. Ja. So viel dazu. Wir warten, bis er sich zu uns gedreht hat. Da-dam, da-dam, dam, dam. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Darauf ein Schlückchen Mate. Prost. Oh, du komm. Ich kann ja nicht mal abbrechen oder überspringen oder irgendwas anderes. Komm. Ist bestimmt spannend. Hallo. Was ist das? Das ist Lumbago Limo. Probier mal. Ein wirklich schmackhafter kleiner Aperitif. Jawohl, Monsieur. Gar nicht so schlecht. Sag, wo du das her hast! Sofort! Aus Olivias Küche! Lumbago Limo! Fug! Manny, hatten wir es nicht eilig? Keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Mein Magen ist auch nicht mehr das, was er mal war. Oh, Glottis! Ja, aber nu. Was ist das eigentlich für ein Glibber, den die immer in die Fleischdosen packen? Nette Show-Einlage, mein Freund. Du hast nicht zufällig ein Pfefferminz für mich, oder? Nee. Sieht besser aus. Fühlt sich auch wieder besser. Sieht besser aus. Fühlt sich auch wieder besser. Lass es gelieren. Hey, ich hab's ausgekippt. Jetzt bist du an der Reihe. Oh, nee. Wobei, ja, jetzt hat er hier... Ich will's gar nicht wissen. Komm, das Nitro drüber. Zum Gelieren. Oh!
Wie viel hast du denn gereiert, Freund? Ich will es gar nicht wissen. Hey, gute Idee. Ich wette, jetzt, wo sie kalt ist, kann ich sie bestimmt drin behalten. Lass mich zuerst rübergehen, okay? Aber das geht doch immer noch, oder? Eigentlich so klick, 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 bumm. Oder etwa nicht? Mal gucken. Boah. So, entschärfen. Nun, alles oder nichts. So. Risiko hat funktioniert. Hey. Der Donner hat anscheinend die ganze Stadt übernommen. Außer einer kleinen Gruppe gab es kaum Widerstand. Und wo die sich verstecken, weiß keiner. Ha. Ich hätte da eine Idee. Ich hoffe, sie tun Glottis nichts. Tja, man merkt, wie wenig Ahnung du hast. Ihr Anführer ist ein großartiger Mann, der... Manuel Calavera, so trifft man sich wieder. Ich sehe, du hast gefunden, wonach du gesucht hast. Welch glücklicher Zufall, dass du gerade im Moment unseres größten Triumphes zurückkehrst. Unsere Armee hat an Macht gewonnen und wir haben Le Mans Waffenlabor infiltriert. Da siehst du. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Super. Es war eine Falle. Aus dem Weg. Es gibt nur eine Chance. Danke, Sir. Sie haben mich gerettet. Aber was noch wichtiger ist, Sie ermöglichen es mir, weiterhin unserer Sache zu dienen. Okay. Wie war das mit der Falle? Hector hat einen unserer Agenten enttarnt. Nein. Idiot, Bowsley. Dein neuer Assistent ist ein Spion. Hast du noch nie etwas von Einstellungsgesprächen gehört? Was? Keine Zeit für Erklärungen. Jetzt nehme ich die Dinge selber in die Hand. Nehme ich mit. Ich träume schon seit Jahren davon, zu euch zu gehören. Naja. Was war das? Okay, das ist der Plan. Ich benötige eine Verkleidung, um an Hector herankommen zu können. Okay. Und eine Waffe, damit wir, wenn ich da bin, eine vernünftige Gesprächsgrundlage haben. Wenn du dich um diesen Teil kümmerst, finde ich heraus, wo er sich aufhält. Ja, das ist doch dein Casino Ansage. Liegt direkt über diesem Hauptquartier. Okay, wir treffen uns dort. Begibt sich freiwillig in Gefahr. Sie könnte uns äußerst dienlich dabei sein, diesem ganzen Übel ein Ende zu bereiten. Was mich betrifft, so ist sie der Ursprung allen Übels. Das hier? Die Reste von dem... Das ist der Teil des Soldaten, genau. Der nicht aufgestanden und auf einer Hand rausgehüpft ist. Das retten wir besser vor dem Sprießen. Ah, Knochenhand, okay. Was haben wir hier? Memo an alle Agenten. Priorität dringend. In Anbetracht der letzten Verluste raten wir allen Agenten, bis auf weiteres schlecht beleuchtete Gassen zu meiden. Okay, alles klar. Irgendwelche Nachrichten für mich? Nein, der letzte Anruf kam an dem Tag, an dem du verschwunden bist. Allerdings schicken sie dir immer noch den Dessous-Katalog zu. Schön. Die Ex-Sekretärin meines Ex-Chefs, Eva. Musst du mir das denn immer wieder unter die Nase reiben? Diese Kamera zeigt nichts als Pflanzen. Scheint außer Blumen nichts zu sehen. Okay. Diese Kamera ist auch zersprossen. Das macht 3 Verluste für das ZVS in einer Nacht. Und hier? Wer ist denn dieser Irre? Dieser Irre ist Hector Lemans persönlicher Waffenspezialist, Bowsley. Auch genannt der Florist. Das war nämlich zu Lebzeiten sein Beruf.
aber hier ist er ein Experte für botanische Waffen. Das hat ihn innerlich etwas gespalten. Wieso macht er für Hector Kompostmunition und nicht für uns? Wir versuchen seit Jahren, ihn anzuwerben, doch sein Labor ist in Hectors Wolkenkratzer. Er ist für uns unerreichbar. Okay. Hey, Taube. Ich frage mich, ob das der kleine Manny ist. Komm her, kleiner Manny. Au, hey, muss die kleine Matsche sein. Habe ich schon. Ja. So, hier wurde doch was reingeworfen. Ich wette, der Agent auf dem Foto ist der arme Kerl, den Hector gerade erspossen hat. Kann man das auch sehen? Wie mag dieser Soldat wohl ohne den Arm zurechtkommen? Ich wette, der Agent auf dem Foto ist der arme Kerl, den Hector gerade erspossen hat. Okay. Ich weiß, was du vorhast. Ich beobachte dich. Warte auf mich. Ich komme, um dich persönlich zu ersprießen. Mit freundlichen Grüßen, dein Hector Le Mans. Was war denn damit? Da steht nicht Manny oder sowas, ne? Ja, ja. Moment. Okay, nicht picken. Das ist ein Brief. Du magst Briefe. Erinnerst du dich? So. Jetzt musst du natürlich noch wissen, wohin. Ach, der Typ ist ja gerade an dem, hier, wo wir durchgeguckt haben, hat er ja gerade irgendwas getan. Das ist doch bestimmt einer der Ersprossenen, die er da gerade hat. Das war ja eine Kamera. Ne? Und Manny sagte ja, das Foto, das ist bestimmt der gerade ersprossene Agent. Das zeigen wir nun einfach der Taube. Alles oder nichts. Los, Baby, für La Revolution. Genau. Nee, oder? Einer von Hectors Boten. Ah, okay. Mit einer Nachricht für mich. Damit es natürlich authentisch heißt. Ich weiß, was du vorhast. Ich beobachte dich. Warte auf mich. Ich komme, um dich persönlich zu ersprießen. Mit freundlichen Grüßen, dein Hector Le Mans. Ich wusste es. Ich habe die ganze Zeit geahnt, dass er mich erledigen will. Du wirst mein Versteck nie finden, Hector. Such dir einen anderen Floristen. Na, bleibt es da liegen? Er hinterlässt eine Spur. Ha! Da waren grüne Fleckchen. Der hinterlässt eine Spur. Ha! Mal gucken. Das ist Rohrsystem. Hallo da unten! Oh, schon gut. Schlaf weiter. Was immer du auch bist. Ja. ja. Haben wir noch irgendwas anderes? Nö. Also gehen wir weiter. Ah! Gib das her! Was ist das? Nicht so hoch! Hey, der Chrom! Vorsicht! Ach, das ist die Fernbedienung. Kommen wir da hoch? Aber... ich sehe schon, was los ist. Hier ist der nämlich rausgefallen. Und hier unten ist noch ein bisschen grün, wer das sehen kann. Was ist das jetzt hier? Casino? Nochmal eine Leiter?
Ich muss einen Weg finden, wie ich dieses hübsche Gesicht unkenntlich mache, bevor ich auf die Straße gehe. Hier geht's dann also raus. Er muss sich unkenntlich machen. Was ist hier oben? Johnny Thunder lässt schließlich nicht jeden in seine Show. Nein. Ich meine, es ist eine Ehre, das Johnny Thunder Make-up tragen zu dürfen. Genau. Ein Privileg. Ja. Also habe ich zu ihr gesagt, sie geben mir sofort die 10% Rabatt oder ich mache meine Geschäfte ab jetzt woanders. Okay, das hast du gesagt? Ja. Naja, ich war stocksauer. Und jetzt kommt das Beste. Okay, okay. Was ist das hier? Showbusiness-Café. Kann man das mitnehmen? Der Regisseur sagt, was man mitnehmen kann, sollte man mitnehmen. Ja? Aber das konnte ich mir denken. Danke, nein. Der ist ein wenig zu heiß für meine Tasche. Ernsthaft? Ist hier nochmal eine Leiter? Komm, gieß mal dem was also ein, wa? Sag ich. Oh, Kaffee. Toll. Da trinkt man schon. Wurde auch Zeit, dass wir hier mal einen Laufburschen bekommen. Hey Junge, mach ihn schwarz und mach ihn schnell, okay? Ist es wahr. Aber? Du wirst doch nicht. Warum hast du das gemacht? Hab ich nicht. Mein Make-up ist geschmolzen. So kann ich doch nicht auftreten. Ich habe dich aus der Gosse geholt. Und so dankst du es mir. Nein, nein, das verstehst du falsch. Das ist zu offensichtlich. So, einstecken. Danke, nein. Der ist ein wenig zu heiß für meine Tasche. Na, dann stellen wir ihn hier hin, wenn es geht, ne? Was haben wir hier? Hey, Junge, heute ist dein Glückstag. Wir haben eine Rolle frei und deshalb bist du der neue Thunderboy in der Johnny Thunder Revue. Oh, Juhu. Ich kann es kaum fassen. Auf diesen Moment habe ich mein Leben lang hingearbeitet. Dann setz dich. Wir müssen uns um dein Make-up kümmern. Cool. Geh nicht so weit weg. Man weiß hier nie genau, wann die Show anfängt. Haben wir hier oben noch was? War ich zu schnell mit hoch und runter laufen. Ja. Die Schneekanone ist ja riesig, aber das Malwerk sieht handlich aus. Aha, es ist ein handbetriebenes Malwerk. Aha. Und da soll mal was drinstecken. Der hat es schon wieder weggepackt, obwohl ich es mitgenommen habe. Was ist das hier? Diese Fernbedienung steuert die Federung der Knochenschleuder. Okay. Wie mag dieser Soldat wohl ohne den Arm zurechtkommen? Knochenmehl? Ich wette, er würde sich freuen, wenn er wüsste, dass sein Körper unserer Sache gedient hat. Aha. Jetzt kann nix. Okay. Okay. Na gut. Wenn das so sein soll. So, wir haben jetzt das hübsche Gesicht. Dann könnten wir doch bestimmt jetzt hier ins Casino gehen, oder? Und aufs Klo. Hi, Che Alivio. Kann mich kaum noch daran erinnern, wann ich das letzte Mal für kleine Jungs war.
Den kennen wir ja noch hier. Unter dem Regenmantel geht irgendetwas Merkwürdiges vor sich. Ja. Ah, das ist der Agent, der Einarmige. Hey, was geht unter dem Regenmantel da vor sich? Ich weiß nicht. Was geht denn da unter dem Make-up vor sich? Agent Calavera? Du? Hat Salvador dich vorhin nicht zerlegt? Ja, und das hat mir diese Chance gegeben, unserer ruhmreichen Sache zu dienen, indem ich Mittel für das ZVS aufbringe und dabei gleichzeitig unseren Erzfeind schädige. Super. Okay. Das nenne ich hingebungsvoll. Was ist das hier? Ist das Mitche? Buenos dias. Verschwinde, Schleimbolzen, oder mein Ehemann bricht dir den Kieferknochen. Oder auch nicht. Was macht denn Chowchilla Charlie hier in Hectors Casino? Ich wusste doch, dass der Koffer mit den falschen Tickets nicht seiner war. Hola! Keine Drinks für mich, danke. Okay, scheint aber nichts zu werden hier. Was haben wir hier? Hallo. Nach oben? Dieser Aufzug führt direkt in die Penthouse-Suite von Hector LeMond. Mr. LeMond wickelt seine Geschäfte nur mit sehr erlesener, elitärer Klientel ab. Okay, dann gucken wir mal bei Glottis nochmal nach. So, Glottis, mach mal dein Auto dann hoch. So, Fernbedienung. Nicht so hoch! Doch, doch. So, ich will mal nämlich gucken. Scheint, als hätte Balsley bei seiner Landung einen Kanister der Kompostmunition zerbrochen. Hoffentlich hat er sich nicht bekleckert. Ach, das ist der Munitionsinhalt zum Sprießen. Jetzt ergibt es einen Sinn. Moment, hier. In dem Kanister ist das Mittel drin, was in der Munition für die Pistolen ist. Also sprich, dass die dann nachher sprießen. Wir machen Knochenmehl drüber, dann müssten dort Blumen wachsen. Richtig? Beziehungsweise grün werden. Die Knochensplitter sprießen, wenn sie in die Pfütze gelangen und werden zu Schleierkraut? Vorsicht! Und jetzt müssen wir irgendwie... Hier hinten ist er lang gelaufen. Ich habe gesehen, wie Bausley hier lang gerannt ist, aber wo... Indem wir jetzt einfach feststellen, wo... Das Gesprossene. Ja. Da. Hmm.
Tja, wo sollte das sein? Hier? Ah, hier lang. Oh. Bowsley ist vermutlich in diesem Labyrinth verschwunden. Aber ich finde ihn nie ohne etwas wirklich Hilfreiches. Okay, ich denke, ich könnte der Spur folgen. Aber dafür brauche ich etwas Licht. Hey, was ist das? Das ist wohl das Versteck des Floristen. Nein, nicht das. Das Ding, das da auf uns zukommt. Wo? Oh. Anscheinend kann das Krokodil an der Stelle nicht machen. Das ist auf der einen Seite auch gut so. Denn wir machen hier einfach mal einen Cut an der Stelle. Also folgen wir. Bis zur nächsten Folge. Wünsche ich alles Gute. Oh, bis dahin. Ciao, ciao.